Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, meine Freunde, lang ist her, wo ich das letzte Mal am Start war, aber warum das Ganze so war, warum ich so lange weg war, erkläre ich euch in einem anderen Video. Heute geht es natürlich wieder um GTA 5 Online, ja, und zwar um ein weiteres Fahrzeug, was noch unreleased ist, das heißt, es ist noch nicht veröffentlicht, und das Ganze werde ich euch natürlich in diesem Video vorstellen, wie ihr das von mir in den letzten Jahren schon gewohnt gewesen seid. Das heißt, Tuning-Option, ob sich das Fahrzeug lohnt oder nicht, das werdet ihr in diesem Video auf jeden Fall sehen. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, warum ich so lange weg war, kommt in einem anderen Video. Ja, ich wollte direkt erstmal wieder mit GTA 5 Online durchstarten, warum auch immer. Könnt ihr euch mit Sicherheit schon denken, warum. So, auf jeden Fall fahren wir erstmal rein in die Bude und schauen uns an, was wir in diesem Auto alles machen können. Wie gesagt, ist noch nicht veröffentlicht von Rockstar Games. Das Ganze wird nach und nach passieren, wie ihr das sowieso gewohnt seid. Also wann das Fahrzeug veröffentlicht wird, kann ich euch noch nicht sagen zu diesem Zeitpunkt. Ja, im Hintergrund könnt ihr natürlich sehen, was für Tuning-Optionen wir an diesem Fahrzeug haben. Das Ganze bezieht sich hier auf ein Muscle Car, und ich bin jetzt nicht der größte Fan von Muscle Cars, was jetzt GTA 5 Online angeht. Aber Real Life ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte, aber Muscle Cars in GTA 5 Online sind jetzt nicht so mein Ding. Ja? Tuning-technisch, klar, sind es geile Autos in GTA 5 Online, aber wie gesagt, was jetzt das Prinzip an sich angeht, Muscle Cars in GTA 5 Online, ist, ich mag sie einfach nicht. Gut. Punkt aus Ende. So, auf jeden Fall könnt ihr im Hintergrund sehen, was für Tuning-Optionen wir hier haben. Und ich muss sagen, Rockstar Games war in diesem Fall ziemlich spendabel, was das angeht. Und gerade bei den Motorhauben sehen wir das gleich. Jetzt sind wir erstmal noch beim Auspuff zugange. Dort könnt ihr auf jeden Fall sehen, was ihr daran alles machen könnt. Wenn wir mit diesem Fahrzeug fertig sind, könnt ihr natürlich im Endeffekt am Ende selber entscheiden, was ihr nehmen wollt, was ihr kaufen wollt, was ihr nicht machen wollt und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, dieses Update ist natürlich wieder verdammt teuer, wie gewohnt von Rockstar Games, ist ja natürlich nicht alles ganz billig. Und wenn ihr noch Interesse an einem GTA 5 Online Mod-Menü habt oder an einen Unlock-All-Account für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oder Xbox Series X, dann könnt ihr mir natürlich auf Instagram schreiben. Link zu meinem Instagram-Account findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr an irgendwas davon an irgendwas Interesse habt, scheißegal an was, sei es an einem Roll-Account oder an Mod-Menü, schreibt mir einfach eine private Nachricht auf Instagram, und dort erfahrt ihr dann alles weitere über Preise, Ablauf und so weiter und so fort. Wenn ihr euch dieses DLC nicht leisten könnt, wie 80% von euch, gehe ich mal stark davon aus. Auf jeden Fall wisst ihr in dem Punkt auf jeden Fall schon mal Bescheid, und jetzt kümmern wir uns weiter um das ganze Tuning. Und wir sind jetzt mittlerweile bei den Designs angekommen, und was Designs angeht, könnte sich Rockstar Games mal was Neues einfallen lassen, weil das ist irgendwie genauso langweilig und öde und total behämmert wie meine Ex-Frau. Ja? Also da könnte man sich mal was Neues einfallen lassen. Ja, und kommen wir weiter zum Punkt, zu den Lüftungsschlitzen. Dort haben wir auch einige. Was mir hier auch aufgefallen ist, dass Rockstar Games mal etwas Neues, ja, sie haben mal etwas Neues in Sachen Tuning ins Spiel gebracht, was wir eigentlich so noch nie hatten, also was die Lüftungsschlitze jetzt angeht, beziehungsweise hinten auf der Heckscheibe. Klar haben wir vereinzelte Fahrzeuge, die das besitzen, allerdings nicht in dieser Form wie bei diesem Fahrzeug hier. Lackierung ist total uninteressant, ja, ist natürlich Geschmackssache, was ihr nehmt, das bleibt natürlich euch überlassen, aber ich hau jetzt einfach mal ein Rot drauf, ja, weil ich will mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so lange an diesem Video aufhalten, weil wie ihr mich kennt, gestalte ich meine Videos so kurz und informativ wie möglich und versuche nicht immer, also wenn ich es hinkriege, nicht immer direkt über die 10 Minuten zu gehen, deswegen halten wir uns da jetzt gar nicht mehr so lange auf, was die Lackierung angeht. Und jetzt suchen wir uns noch eine Innenausstattungsfarbe aus. Nehmen wir einfach mal alles rot. Dach haben wir ganze zwei zur Auswahl. Einmal in Sekundärfarbe, einmal in Carbon. Ja, wie wir es eigentlich von Rockstar Games gewohnt sind. Also auch nicht wirklich was Neues. Seitenverkleidung ist eigentlich nicht wirklich was Relevantes dabei, wo ich jetzt sagen würde, oh geil, hat Rockstar Games gut gemacht, kriegen sie einen Orden für. Nein, es ist natürlich wieder der ganze Standardkram, wie in den letzten Jahren auch. So, und jetzt kommen wir zum Spoiler. Da war Rockstar Games ja auch, ich sag mal so, mittelmäßig spendabel. 14 Stück haben wir an der Zahl. Wobei ich sagen muss, bei fast jedem Fahrzeug sind diese fetten GT-Spoiler mit dabei. Und ich finde diese GT-Spoiler, diese fetten, abgrundtief hässlich. Ja. Und gehen wir direkt weiter zu Bremsen, Turbo und so weiter und so fort. Alles nicht relevant. Reifen genauso wenig relevant. Okay, für euch vielleicht schon, ja.
aber für mich jetzt nicht wirklich. Und ja, nehmen wir einfach jetzt mal die Tunerfelgen in schwarz. Das Ganze noch natürlich, wie gesagt, in schwarz und natürlich hier noch Reifenquallen, nehmen wir auch direkt den roten mit. Ja, Fenster, bla bla bla, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, kennt ihr alles, da brauche ich euch gar nichts zu erzählen zu. Und ich würde mal sagen, wir ändern noch die Motorhaube in die Sekundärfarbe, sieht ein bisschen besser aus als in der Primärfarbe. Ja, an sich ein geiles Auto, ja, also optisch gesehen kann man sich das Fahrzeug auf jeden Fall kaufen. Ja, ich würde es mir auf jeden Fall gönnen, GTA 5 Online. Und was die Geschwindigkeit angeht, was die Beschleunigung angeht, Schnelligkeit, ist halt ein Muscle Car, kann man nicht viel erwarten. Ja, ist auf jeden Fall konkurrenzfähig zu den anderen Fahrzeugen. Was das Handling dieses Fahrzeugs angeht, ist das ja durch und durch beschissen. Ja, ich meine, das Handling von Muscle Cars in GTA 5 Online ist einfach scheiße. Es ist so. Ja, was soll ich dazu anderes sagen? Es ist einfach scheiße. Ja. Und nicht jeder kann damit umgehen, aber wer damit umgehen kann, Respekt, ja, ich kann damit so, es geht umgehen, weil ich, wie gesagt, Muscle Cars so gar nicht fahre, es sei denn, es sind irgendwelche Rennen oder so, wo ich mich auf dieses Fahrzeug beziehen muss, ja, dann ist das halt so, dann nehme ich das auch gerne mit. Ansonsten, natürlich, ihr habt jetzt im Hintergrund gesehen, was ihr aus diesem Fahrzeug machen könnt, ob ihr euch das jetzt im Endeffekt kauft, wann es veröffentlicht wird, kann ich euch nicht sagen, bleibt natürlich euch überlassen, wenn ihr euch das kaufen wollt oder nicht, ja, ich kann euch hier nur zeigen, was ihr an diesem Fahrzeug machen könnt und was nicht, bevor ihr euch dieses Fahrzeug kauft. Ja, meine lieben Freunde, noch einmal kurz der Hinweis, wenn ihr trotzdem keine Kohle habt, GTA 5 Online Mod-Menüs oder Unlock All Accounts findet ihr bei mir auf Instagram. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ja, meine lieben Freunde, das war's erstmal zu dem GTA 5 Video, was ich ja lange Zeit nicht mehr gemacht habe. Aber wieso das Ganze gekommen ist, werde ich euch in einem anderen Video erklären, ausführlich, was alles passiert ist und wie es weitergeht. Das erfahrt ihr dann in einem anderen Video. Ja, meine lieben Freunde, ansonsten bedanke ich mich jetzt noch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und ich würde noch sagen, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.